Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transportfieber 2 hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, meine virtuelle Modelleisenbahnanlage von Dresden heute wieder am Start. Nur für die, die jetzt gleich am Anfang hier diese Fahrzeuge sehen, ja, das sind noch falsche und da muss auch noch was gemacht werden. Dafür werde ich entweder in einem folgenden Stream mich darum kümmern oder wenn der Stream schon in der Vergangenheit liegt, dann wird es in den folgenden in den darauf folgenden Folgen erneuert sein. Ich habe hier einfach mal aufgeschmissen, was ich gesehen habe. Ich habe zuerst gedacht, das wären Kohlewägen, weil eben hier auf einem alten Google Earth Bild Kohlewägen zu erkennen waren. Habe das ja dann geändert, habe im Discord ja auch da mich damals zu Rate gezogen und kommuniziert mit euch, was da genau steht. Habe dann einfach hier ein paar Kesselwägen mit Flüssiggas, zumindest laut Beschreibung. Ja, falsche V60 hier noch aufgefädelt, aber egal. Wird alles dann auch geändert. Worum es eigentlich hier gehen soll in der Folge, ist erstmal der Bereich hier dahinter, ja. Wie ihr seht, habe ich da auch ein bisschen was schon an Zäunen hingehauen. Da haue ich auch gleich noch ein kleines Timelapse rein. Bisschen hier was umgebaut. Da muss ich immer noch eine richtige Lösung finden. Ja, und hier fehlen halt noch ein paar Sachen. Hier fehlen noch ein bisschen die Mauern. Dann muss hier auch noch das Gelände angepasst werden. Das werde ich jetzt alles in Angriff nehmen. Auch hier die Fläche hier da unter der Brücke wird mal angegriffen. Hier vorne habe ich ja schon die Mauer ergänzt. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie das sich hier entwickelt. Achso, ganz kurz noch. Ich habe das im Discord auch schon gezeigt. Ich habe hier auch eine 360, aber es ist glaube ich eine V60 einfach vom Modell her. Und mit hier mit einem Captain Baureihe 185 auch ein paar Wägen aufgestellt, die hier quasi ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das in der Realität so entspricht, aber halt hier so einen kleinen Rangierbetrieb halt darstellen soll. Hier kommt gerade die Lok, die ist gerade angekommen, noch abgebügelt werden, dann wird die angehängt und dann wird die halt hier hinten reingezogen in dieses Gleis und dann eben so gezogen rein und dann rausgeschoben hier in den Bereich, wo auch die ganzen anderen Loks schon stehen und auch diese Rangierlok hier rangiert. So, mehr kann ich da erstmal nicht zeigen. Wie gesagt, ich will jetzt diesen Bereich hier ausbauen und euch dann in dieser Folge präsentieren, wenn es dann fertig ist. Ja, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit den Timelapse.
So, einige Stunden Bastelzeit später, hier jetzt mal das Endergebnis des Bereichs. Also, wie ihr im Timelapse gesehen habt, habe ich hier die Brücke noch runtergenommen, wie ich es auch erklärt hatte, habe hier noch den Zaun angelegt, habe hier vorne noch ein bisschen rumgebastelt, das Kraftwerk noch ein kleines bisschen verkleinert, damit hier eben diese Straße an der Seite noch reinpasst, und habe hier einige kleine Assets aufgebaut und Autos hingestellt. Ja. Kamera raus, damit es auch ein bisschen heller. So, bloß nicht blenden lassen. So, ich habe ja an den Zügen noch nichts gemacht. Ich habe im letzten Stream was anderes angefangen. Hier ist auch noch die kleine Rangier-Darstellung. Es gefällt mir sehr gut. Das Einzige, was ich noch ein Problem habe, ist der Portal-Kran, der Portal-Kran, der hier steht. So, Entschuldigung. Da suche ich noch ein anderes Modell. Ich habe zwar auch eins gefunden aus, es war glaube ich aus Train Fever Zeiten, also aus wirklich langer vergangener Zeit. Habe ich aber Probleme gehabt beim Konvertieren, und hier fehlen mir noch die Rohre. Da habe ich jetzt mal hier eins von diesen Pipelines reingezogen, aber das gefällt mir noch nicht wirklich. Und hier im Bereich da hinten fehlt noch ein bisschen was an Assets. Mit dem Miler bin ich immer noch nicht 100% zufrieden. Mir fehlt hier einfach der passende. Aber aus der Entfernung sieht es eigentlich so nicht wirklich schlecht aus, es geht schon. Ja, ansonsten habe ich hier, wie gesagt, einen Haufen Autos noch aufgestellt. Hier fehlt auch noch die Pipeline. Muss ich noch schauen, was da noch passt. Hier habe ich auch noch eine kleine abgestellte Dampfspeicherlok, oder wie die heißt, hingestellt. Habe hier oben dann noch die Brücke noch ein bisschen erweitert, hat man ja im Timelapse auch gesehen. Und ja, so stellt sich das Ganze eigentlich schon jetzt relativ schön dar. Also mir gefällt es sehr gut. Wie gesagt, Fahrzeuge müssen noch ausgetauscht und ersetzt werden. Aber damit wäre eigentlich diese Lücke hier sehr gut versorgt und schön geschlossen. Fügt sich auch ins Gesamtbild relativ gut ein. Wenn man jetzt mal aus einer größeren Entfernung schaut, sieht es schon sehr gut aus. Also mir gefällt es. Ich finde es echt gut gelungen. Jetzt geht es natürlich hier weiter in der Strecke, und kleiner Spoiler, wir haben ja im letzten Stream hier auch schon angefangen in Plauen zu arbeiten. War jetzt mal noch nicht komplett an die Ding ran, da kommt dann wie gesagt noch eine Folge, wo dann auch hier das ein bisschen noch weiter entsteht. Dann auch der restliche Teil dann irgendwann in den nächsten Folgen, dann komplett der Lückenschluss bis nach hier erfolgt, und dann werden wir uns hinten in den Felsenkeller begeben, dort auch dann alles noch ausdekorieren. Da ist doch nicht wirklich viel entstanden, bis auf ein bisschen Textur und die grobe Straßenplanung und Tunnel habe ich da ja noch nicht wirklich viel gemacht. Hier auf der Autobahn habe ich noch ein bisschen Leben eingehaucht mit ein bisschen hier Besuchermagneten und LKWs, die hier rumtingeln, aber sonst ist da ja noch nicht wirklich viel entstanden. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mir natürlich wünschen, dich auch in der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen. Würde mich freuen über ein Abo. Wir nähern uns der 1000er Marke. Ich bin gespannt, wann wir diese knacken. Und dann wird es dazu ja dann auch ein Special noch geben. Ich bin noch am Überlegen, was ich genau ausbaue als Special. Ich habe da mehrere Projekte. Also siehe zum Beispiel hier das Museum, den Zwinger. Oder vielleicht auch noch etwas anderes. Auch gerne was in den Kommentaren, was ihr gerne als Special haben möchtet. Und dann würde ich mich auch wieder bedanken. Bis bald. Ciao.